Sabine, Elara und Sarah, Elaine, zusammen sind wir eine Melodie. Auf geht's in die Holiday Show. Sie geht ins Herz hinein. Sie trägt uns durch das Dunkel und lädt zum Träumen ein. Ein Lied ist wie ein Feuerwerk, aus Sternen Licht gemacht, in allen Farben, so schön wie manche Nacht. Wir sind wie Noten, nicht erklingen, jedoch gemeinsam eine Melodie. Darum reichen wir uns die Hände, allen hier ist klar, gemeinsam werden unsere Träume. Wir fühlen die Magie. Sie lässt uns wieder fliegen ins Reich der Fantasie. Ein Lied ist wie ein Edelstein, so wertvoll und so schön. Und wer an Wunder glaubt, kann das verstehen. Wir sind wie Noten, nicht erklingen, jedoch gemeinsam eine Melodie. Darum reichen wir uns die Hände, allen hier ist klar, gemeinsam werden unsere Träume. Sind wie Noten, die nicht erklingen, jedoch gemeinsam eine Melodie. Darum reichen wir uns die Hände, allen hier ist klar, gemeinsam. Ach, ist das schön. Was für ein wunderbarer Auftakt in die Kuhnert und Co. Holiday Show. Großartig. Mama und Tochter. Es ist übrigens in der 111. Sendung das erste Kind, was bei uns tatsächlich gesungen hat. Also Premiere. Was ganz Besonderes. Premiere bei uns. Hat es Spaß gemacht? Ja. Und jetzt heißt Mutti Daumen drücken nachher beim Quiz. Ne? Hier wurde sie ja gequizt, da gibt es einen tollen Preis zu gewinnen. Freue mich sehr, Sabine Elara mit ihrer Tochter Sarah Elaine. Das ist der Auftakt in die Sendung. Sabine, wir werden nachher natürlich auch noch über dich sprechen, über deine Projekte sprechen, was so ansteht musikalisch. Sehr ist gerne. Ja einiges los, hast ja auch schon viel erlebt, bist schon lange dabei und freuen uns natürlich auch noch auf Ramona Martinez. Und jetzt quatschen wir erstmal ein bisschen mit Manuel Flickinger. Vorher fliegen wir auf die Seychellen. Auf geht's. Es ist Zeit für unser beliebtes Quiz in der Holiday Show und wir haben in den letzten Tagen ganz, ganz viele E-Mails bekommen. Wir mögen uns doch bitte mal über unsere Regeln Gedanken machen. Normalfall war es ja immer so bei uns im Quiz, dass wenn jemand falsch geantwortet hat, der andere automatisch den Punkt bekommen hat. Das haben wir jetzt abgeschafft. Ne? Es bleibt jetzt also, wenn man falsch antwortet, bekommen die anderen aber noch die Chance, natürlich die vielleicht richtige Antwort zu geben. Wir haben Frauenpower. Ja? Ramona Martinez und Sabine Elara spielen gegen Manuel Flickinger. Quiz-Erfahrung, Ramona? Schön, dass du da bist erstmal.
an dieser Stelle. Dankeschön. Schön, dass ich da sein darf, aber Quiz-Erfahrung nicht wirklich. Deswegen Telefonjoker hoffe ich, dass wir einsetzen dürfen. Ah, da muss man meine Ahnung sein. Mit den drei großen Buchstaben, da gibt es den Telefonjoker. Sabine, wie sieht es bei dir aus? Ich schaue sehr gerne Quiz-Sendungen. Was zum Beispiel? Guckst du da gern? Darf ich das nennen, ja? Ja, ja. Wer wird Millionär, gefragt, gejagt? Ja. Und ich glaube, ich bin da auch ein ziemlicher Klugscheißer zu Hause auf der Couch, aber ich glaube nicht, wenn es hier drauf ankommt. Ich habe ja viele Jahre bei gefragt, gejagt tatsächlich gearbeitet in der Produktion. Und es ist tatsächlich so, ne? Da kommen wirklich, dann steht man da. Damals gab es noch Publikum, gibt es jetzt leider nicht, macht es ein bisschen einfacher bei der Sendung. Aber es ist ein tolles Format, ne? Ja, finde ich auch. Manuel, du? Also ich habe noch nirgendwo mitgemacht, aber bei Wer wird Millionär, da denke ich auch immer, ich weiß alles und es klappt doch ganz gut, aber wir werden sehen. Ja, hier ist es mindestens, also hier ist es, bei mir ist es mindestens genauso aufregend, muss ich sagen. Wir spielen wie immer drei Kategorien. Die erste Kategorie, die wir heute Abend spielen, sind internationale Kfz-Kennzeichen. Ach, das ist ja, 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 okay. Ja, da werde ich euch jetzt quasi fragen, welches Kennzeichen, also wir werden den Buchstaben oder zwei Buchstaben oder drei Buchstaben erleben dreimal. Wer es weiß, drücken. Falsche Antwort darf das andere Team noch antworten. In dem Fall haben wir ja nur ein Team und einen Solo-Spielenden. Und wenn es richtig ist, gibt es natürlich einen Punkt. Mhm. Ihr seid bereit? Yes. Ja. Erstes Kennzeichen. Welcher Staat hat das Nationalkennzeichen M? München. Ramona. München? Ja. Ah, so, Ramona. Nochmal, die Kategorie sind internationale Kennzeichen. Ist nicht schlimm. Manuel darf antworten. Missouri. Auch falsch, es ist Malta tatsächlich. Also wir suchen immer Länder im Normalfall. Okay. Ne? Nur mal Länder, so okay. Am Rande. Machen wir die zweite Runde. Bleibt erstmal 0-0, ist gar nicht schlimm, nichts ist passiert. Welcher Staat hat das Nationalkennzeichen GR? Griechenland. Und das ist der erste Punkt für dich. Darfst du dich hier an unserer automatischen Punktezählmaschine bedienen. 1-0 für Manuel Flickinger. Dritte Frage, welcher Staat hat das Nationalitätszeichen MC? Mazedonien? Nein. Moldau? Ah, ich weiß nein, nicht. Es ist tatsächlich Monaco. Da, wo die Schönen und Reichen im Urlaub machen, Monaco. Ach, Monaco. Aber nichts ist passiert, ihr Lieben. Es steht 1-0 nach der ersten Runde für Manuel Flickinger. Wir haben ja noch zwei weitere Runden und die dritte Kategorie werden dann wieder garantiert unsere wunderbaren Schätzfragen sein. Wie sieht es denn bei euch mit Schätzen so aus? Also ich persönlich liege ja da komplett immer daneben. Ja, geht mir genauso. Das ist Glück im Unglück, man wird sehen. Also mal klappt's nicht. Ja, wir sind gespannt. Wir warten einfach. Es wird am Ende auf jeden Fall entweder zwei Siegerinnen geben oder Manuel Flickinger als Sieger. Wir werden gespannt sein. Jetzt haben wir ein tolles Angebot, liebe Zuschauer. Und dann geht's hier spannend weiter in der Holiday Show. Nach Fuerteventura reisen wir jetzt. Yeah. Nach Runde 1 führt Manuel Flickinger gegen unser Damenteam Ramona Martinez und Sabine Ilara. Alles ist noch drin. Ja, man sieht es gar nicht hier. Guck mal durch das Licht, ne? Ich glaube, müssen wir ein bisschen drehen. So, ne? Jetzt sieht man es. Ist besser, ne? Ja, absolut. Habe ich aufgepasst. Ja. Ich bin sehr aufmerksam heute allgemein. Freitags. Freitags ist das immer so, weil es Richtung Wochenende geht. So, zweite Kategorie, die wir spielen, auch hier haben wir drei Fragen, ist Musik. Oh. Okay. Ihr seid beide in der Musik zu Hause. Manuel ist jetzt in die Musik dazugekommen. Oh mein Gott. Und ist es tatsächlich so, Ramona, dass du gerne Kaffee Latte trinkst? Hat mir Olaf Henning verraten. Ihr kennt euch gut, ne? Oh ja. Ja? Ja. Woher kennt ihr euch? Tatsächlich war das so, dass ich in Hintertux dabei war bei seiner Fanreise, aber durch Zufall. Ich wollte meinen Geburtstag feiern mit meinen Mädels und habe gesagt, ich will nicht nur ein Wellnesshotel, sondern einfach mit Party. Ja. Und das sind wir zum Olaf gekommen. Ein Megatyp, ne? Ja. Mag den. Schon, wir sind schon lange befreundet mittlerweile und da war auch schon hier in der Sendung. Da gab es aber noch kein Quiz, weil ich glaube, ob das was für ihn ist, müssen wir mal nachfragen. Wir spielen Musik. Ja. Wie immer wird gebuzzert. Wer buzzert, gibt die Antwort. Ist die Antwort falsch, darf das andere Team in dem Fall noch antworten. In welcher Stadt, das ist die erste Frage, wurde Beethoven geboren? Warte. Oh Gott, jetzt blamiere ich mich. Manuel hat gebuzzert. In welcher Stadt ist Beethoven geboren? Ja. Ich sage jetzt einfach mal, oh mein Gott. Meine Tochter bist Wien. Hätte ich auch gesagt. Falsch. Wien ist es nicht. Ihr zwei dürft euch noch kurz beraten, dürft noch eine Antwort. Mozart wusste ich. Beethoven. Gott, ihr habt das in der Schule gelernt. Salzburg? Auch falsch, tatsächlich.
Tatsächlich in Bonn. In Bonn? Ich wäre auf alles gekommen, aber nicht auf Bonn. Ich hätte auch da wieder was dazugelernt, ne? Ja, das ist ja nicht nur hier Klamauk, was wir machen in dieser Sendung. Das ist Weiterbildung. Da kommt was, ne, da nimmt man was mit nach Hause. Absolut. Zweite Frage. Bleibt 1-0. Wer komponierte und sang das Lied Über den Wolken? Das ist lösbar. Reinhard May. Und das ist richtig. Wow. Das erste yes. Für euch beide. Sehr gut. Ausgleich 1-1. Super. Meine Güte. Und auch bei Frage 3 aus der Kategorie Musik bin ich mir ganz sicher, dass das jemand lösen kann. Hier geht es jetzt, glaube ich, nur, wer schneller ist. You Sexy Thing war 1975 ein Hit für Hot. Ich glaube, die Damen waren schneller, ne? Manuel, oder? Chocolate? Richtig. Wow. Ja. Spiel gedreht, würde ich sagen, an dieser Stelle. Sabine, ganz stark. Darüber werden wir jetzt sprechen, Sabine. Du nimmst jetzt drüben bei mir im Setplatz. Manuel, dich erleben wir in Runde 3 beim Quiz. Und dann natürlich noch auf der Bühne. Und gleich schon bei uns musikalisch Ramona Martinez, die nachher natürlich auch noch auf den heißen Stuhl kommt hier bei der Holiday Show. Erstmal geht's jetzt nach Kuba. Ich freue mich sehr über Sabine Elara. Bei mir zu Gast, Sabine, schön. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Hat mich tatsächlich so berührt eben, wie du mit deiner Tochter. Das freut mich sehr. Wie kam es zu dem Duett? Sehr schöner Titel auch. Also Sarah hat letztes Jahr, da fing eigentlich das mit meinen Live-Auftritten so erst richtig an. Die Jahre davor konnte man ja streichen, was Veranstaltungen anging. Und da war sie dann 6 Jahre alt und hat gesagt, sie möchte unbedingt mit auf der Bühne stehen. Und ich dachte erst, na, ob das was für sie ist, aber sie war dann mit dabei und es hat geklappt und seitdem steht sie immer mit mir auf der Bühne und wollte dann unbedingt auch ins Tonstudio. Ohne Spaß, das hat relativ routiniert gewirkt, ne? Als ob sie das schon... Ja, wir studieren nichts ein, wir machen das einfach, es kommt einfach so aus uns raus und ja, wir standen jetzt auch schon ein paar Mal damit auf der Bühne. Aber vielleicht hat es ja auch von dir oder gerade von dir, du hast ja auch sehr früh angefangen mit Musik. Richtig, aber eher so im privaten Bereich. Also ich habe... Gitarre gelernt, da war ich 9 Jahre alt. Ich habe im Schulchor gesungen. Ich habe auch ab und zu bei Veranstaltungen gesungen, aber das war eher so Kleines, dass ich gesagt hätte, ich traue mich jetzt wirklich so richtig in die Öffentlichkeit. Das kam erst eigentlich relativ spät. Also 2019 habe ich angefangen und ja, bin jetzt auch sehr froh, dass ich dabei bleiben darf bisher. Mit 10 Jahren hast du Stefanie Hertel kennengelernt. Auch das hat schon so ein bisschen was verändert. Da werden wir gleich drüber sprechen. Wo macht ihr gerne Urlaub als Familie, wenn ihr Zeit dafür findet? Also ich bin immer diejenige, die alles plant. Meine Familie muss sich immer nach mir richten. Aber die machen das auch sehr gerne. Und dieses Jahr hat tatsächlich meine große Tochter, ich habe noch eine große, die ist 18, die durfte entscheiden, wo es dieses Jahr hingeht. Und wir waren in Norwegen. Ist noch mit 18 mit dabei? Ja. Also vielleicht das letzte Mal, deswegen habe ich gesagt, du darfst wählen und sie hat sich für Norwegen entschieden und das war ein Traum. Ja, das ist ja eine der schönsten. Ja. Wir haben ja eben auch gerade hier über die Norwegen-Kreuzfahrt gesprochen. Ist ja schon wirklich beeindruckend, was man dort eben erleben kann. Wir sprechen gleich weiter. Vorher gehen wir auf Kuba, liebe Zuschauer. Sabine Elara ist bei uns zu Gast, später noch Ramona Martinez. Heute haben wir mal Damenabend, würde ich mal sagen, ne? Weil ist ein bisschen kritisiert worden, ich habe zu viele Männer eingeladen die letzten Wochen. Habe ich letzte Woche schon gehört, dass es Beschwerden gab. Letzte Woche hat man rein Männerabend, auch sehr erfolgreich. Beim Quiz hast du jetzt für dein Team erstmal ganz schön hier ein reingehauen, würde ich sagen. Ja, ne? Das war mehr Glück, glaube ich. Ja, also hättest du nicht Hot gesagt, dann wäre ich auch nicht auf Hot Chocolate gekommen. Also das war tatsächlich eine Frage, das macht ja unsere Redaktion, arbeitet ja die Fragen aus. Das war eine Frage, die hätte ich sofort beantworten können. Mhm. Ja. Es war vor meiner Zeit, also das ist auch Musik, mit der ich mich nicht so beschäftigt habe. War bei dir immer schon Schlager? Schlager und Kelly Family. Ja, da werde ich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber vorher möchte ich gerne erstmal über Stefanie Hertel sprechen. Die hast du damals kennengelernt, da warst du, glaube ich, 10. Richtig. Erzähl mal. Wir waren damals im Urlaub in Mittenwald in Bayern. Das war so eine der ersten Urlaube nach der Wende. Und da hieß es, es gibt ein Konzert von der Stefanie Hertel. Und ich kannte sie aus dem Fernsehen, damals in der DDR, Oberhofer Bauernmarkt. Ja. Und ich wollte unbedingt mal jemanden aus dem Fernsehen kennenlernen. Und ich habe gesagt, komm, da müssen wir hin zu meinen Eltern. Und haben wir Karten gekauft. Und dann haben wir uns kennengelernt und nach dem Konzert auch ins Gespräch gekommen. Natürlich in Bayern aufgefallen, wir als Sachsen, ne? Ja. Wir wussten gleich, wo wir herkommen und der Kontakt ist seitdem nie abgebrochen. Ist auch eine tolle Künstlerin, eine sehr, sehr sympathische Frau. Ja, ne? Auf dem Boden geblieben. Ja. Also von ihr kann man auch, was das Menschliche angeht, sehr viel lernen. Finde ich auch. Wenn man auf der Bühne steht und genau wie sie sich gibt. Finde ich auch. Und vor allem ist sie auch eine sehr, sehr vielseitige Künstlerin. Ja. Ne? Die macht ja gerade jetzt Musical, sie hat More Than Words, dann hat sie ihre Hexenband, ne? Genau. Solo macht sie. Musik, also die Frau kann wirklich richtig, richtig viel. Vorbilder Kelly Family, da sprechen wir gleich drüber. Vorher gehen wir nach Elguna. Hast du schon mal was von Elguna gehört?
Ich würde sagen Ägypten. Ich weiß. Richtig, ja? Ist Ägypten. Okay. Und ist, ich darf aber leider keinen Punkt dafür geben jetzt an dieser Stelle. Schade. Ist der exklusivste Badeort in Ägypten und hat irgendwie was, ich bin sehr, sehr gerne dort, ich bin auch sehr gerne oft privat in Erguna, hat so ein bisschen was von Monaco, ja, oder von Nizza, also sehr hochwertig. Also es ist, ich möchte dem anderen Ägypten um Gottes Willen nicht zu nahe treten, das ist alles toll, aber Erguna ist eben eine andere Welt. Und hier mit uns, mit Sonnenglar.tv, bekommen Sie dort die besten Hotels. Ist übrigens, muss man dazu sagen, Erguna besteht fast nur aus Luxus-Resorts. Ist auf Inseln. Sabine Ilara ist jetzt bei mir gerade hier zu Gast, ist im Verhör, wie man mal sagt. Aber ist ja nicht, fühlt sich wohl? Bei uns? Auf jeden Fall. Ja, ist ja immer relativ locker alles auch bei uns, ne? Und entspannt. TV-Premiere hat's die ja bei einer meiner Lieblingssendungen immer wieder sonntags. Richtig. Erzähl mal von der Zeit. Da war bestimmt die Aufregung groß. Ich meine, das ist ein Millionenpublikum am Sonntagmorgen. Ja, also die Aufregung war groß, aber die Freude natürlich auch sehr. Und es war eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Also ich habe da ganz viele tolle Momente, die ich hier noch im Herzen trage, die ich auch nie vergessen werde. Und ich bin sehr, sehr dankbar für die Chance. Großartige Geschichte. Jetzt wollen wir auf die Kelly-Family zu sprechen kommen. Deine Vorbilder quasi. Und dann hast du natürlich, und das ist, glaube ich, dann auch was, was man sein ganzes Leben nicht mehr vergisst, mit Michael Patrick Kelly auf der Bühne gestanden. Richtig, das war damals so eine Ausschreibung von Rotkäppchen-Sekt. Man konnte sich bewerben für die Nacht der Chöre, für einen Chor, der dann extra dafür zusammengestellt wurde. Und ich wurde dann unter 2000 Bewerberinnen, war ich eine von 33, die dabei sein durfte. Und das war ein Wahnsinnsgefühl. Wir haben ja vorher schon mit dem Dieter Falk geprobt, aber als dann in der Generalprobe Michael Patrick Kelly auf einmal vor mir stand, oh, das werde ich auch nie vergessen. Also das ist Wahnsinn. Ein toller Musiker, ne? Ja. Einen ganz komplett anderen Weg eingeschlagen als der Rest seiner Familie, ne? Maite Kelly, einer der Topstars im deutschen Schlager. Die Kelly Family selbst gibt es noch. Dann gibt es Angelo Kelly, der mit seiner Familie eine Band hat. Und er bricht ja musikalisch schon ein bisschen aus der Reihe. Aber einen tollen Sound, absolut im Radio rauf und runter gespielt. Er hat mega Erfolg damit. Aber ich glaube, es liegt nicht nur an der Musik, es liegt einfach auch an ihm als Mensch. Er ist einfach, genau wie Stefanie vorhin, ist einfach auf dem Boden geblieben. Ne? Ganz natürlich, ist nicht abgehoben. Er hat mega Erfolge gefeiert in den 90ern und er ist immer noch er selbst geblieben, ne? Und ist da gewachsen. Vielleicht hat die Zeit im Kloster gut getan. Er war im Kloster, ne? Richtig. Ist er doch. Genau. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja früher da immer belächelt worden, noch in der Schulzeit. Ich war auch Fan von der Kelly Family. Ja? Und höre manchmal, wenn ich jetzt, heute Abend fahre ich ja auch nach Hause, ganz laut im Auto höre ich Musik von den Kellys, weil die so viele Songs haben. Finde ich großartig. Finde ich aber auch wichtig, dass wir beiden jetzt mal drüber gesprochen haben. Richtig, man muss dazu stehen. Ich habe das auch nie versteckt, auch damals nicht. Die Kellys haben ja im Bus gewohnt und wir haben jetzt einen Mietwagen für sie, liebe Zuschauer. Was ich spannend finde, Sabine, ich möchte nochmal auf die Rotkäppchen nach der Chöre. War das quasi von Rotkäppchen, das kennt ja jeder. Die haben da gesagt, Mensch, wir wollen einen Chor zusammenstellen, der dann mit den Künstlern oder mit Michael Patrick Kelly auf die Bühne geht. Richtig, genau so war das. Und das nannte sich dann Deutschlandchor. Wir haben uns Freitagabend das erste Mal alle getroffen, haben geprobt, als hätten wir schon immer zusammen Musik gemacht. Mhm. Und Samstag standen wir auf der Bühne. Es war nicht nur wegen Michael Patrick Kelly ein tolles Erlebnis, sondern auch, dass man halt mit fremden Menschen, die man vorher nie gesehen hat, auf einmal so gut harmoniert und Musik macht. Ne? Das war eine sehr schöne Erfahrung. Und ja, ich habe auch mit vielen noch Kontakt. Ganz liebe Grüße an alle, die vielleicht zuschauen. Ja. Aber war ein einmaliges Projekt? Ja. Ja, eigentlich schade, ne? Eigentlich schade, ja. Mhm. Wir hätten das gerne gehabt, dass wir vielleicht wenigstens als Chor zusammenbleiben und noch Projekte machen. Aber dann kam ja, wie gesagt, diese Zeit, wo das sowieso nicht möglich gewesen wäre. Und ja, es hat sich jetzt so ein bisschen verlaufen. Aber vielleicht finden wir doch mal irgendwann wieder zusammen. Ja, wäre schön eigentlich, muss man sagen. War ein tolles Projekt. 2019 gab es deine Debütsingle. Was war denn Ausschlag dann gegeben, zu sagen, Mensch, jetzt mache ich doch ein bisschen Musik. Jetzt bringe ich auch mal einen eigenen Song an den Start. Ja, also ich brauche ja immer so ein bisschen so einen Tritt in den Hintern, ne? Dass ich das auf die Reihe kriege, weil ich immer sehr viele an mir selbst zweifle. Ich weiß immer nicht, ob ich das richtig mache, ob es gut genug ist und diese Selbstzweifel, die man so hat. Und das war auch der Grund, warum ich vorher nie auf der Bühne gestanden habe. Und ich hatte für meinen Mann eine CD aufgenommen, einfach so zum Geburtstag und hatte einen Bekannten oder einen Freund, der war Veranstalter und hat gesagt, lass mal hören, wenn das gut klingt, dann darfst du bei mir auftreten. Und so hatte ich meinen ersten Auftritt im Vorprogramm von Kerstin Ott und ja, habe ich auch gesagt... Auch gleich wieder verrückt, mittlerweile eine der erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen. Richtig, und ich dachte, wenn ich die Chance bekomme, dann doch mit einem eigenen Lied und ja, da bin ich ins Studio. Lieder geschrieben hatte ich vorher schon, ich hatte also schon was fertig.
Und ja, so hat sich das ergeben. Wie wichtig ist Unterstützung, auch gerade seitens der Familie, wenn man so ein Projekt angeht? Ich meine, das ist ja auch immer eine finanzielle Geschichte. Sehr wichtig. Mhm. Also meine Familie, meine Eltern, mein Mann, meine Tochter, die Große nicht, aber die Kleine, die begleiten mich eigentlich überall hin. Was sagt denn die Große, wenn die Mutti Schlager singt? Ich meine, die ist ja 18, hast du gesagt, die hört ja wahrscheinlich hier Apache und was weiß ich nicht alles. Ne, für sie hört gern Maneskin, heißen sie, glaube ich, aus Italien, so eine Band, die haben beim Eurovision Song Contest gewonnen. Sie findet Schlager nicht so toll, deswegen kommt sie auch nicht mit. Ich meine, mit 18 kann sie auch mal zu Hause bleiben, ne? Müssen wir uns ja aber familiär keine Gedanken machen, weil Sarah Elenia Schlager mit dir singt. Richtig. Ne? Dann kann die Große auch mal ein bisschen ausschweifen, kann ruhig mal andere Musik hören. So, jetzt habe ich mein Machtwort hier gesprochen. Jetzt gibt es eine Orientkreuzfahrt und Traumurlaub auf den Malediven. Malediven, auch sowas, weil das ist ja für viele, wo man sagt, das ist so das Sehnsuchtsreiseziel. Würdest du dort gerne auch mal hin? Ich muss ehrlich sagen, Malediven wäre wirklich ein Traum. Was mich ein bisschen abhält, ist die lange Flugzeit. Ich habe so ein bisschen Flugangst, so 3, 3,5 Stunden geht, aber man fliegt ja doch ein bisschen länger. Aber irgendwann vielleicht kann ich mich durchringen und dann setze ich mich mit dem Flieger und dann fliege ich halt mal die vielen Stunden bis zu den Malediven. Ja, aber du hast ja auch ein toller Song, ne? Von sehr schön, grade. Macht gute Laune auf jeden Fall. Gute Laune. Das Thema ist auch sehr schön. Sie hat auch so Power, ne? Das merkt man auch. Also freue mich schon, wenn sie nachher hier sitzt, zielt im Quiz, Sabine, jetzt noch das Ding auch über die Ziellinie bringen. Du hast ja jetzt, muss man schon sagen, für dein Team wirklich viel geleistet gerade. Ja, ich habe 2 Fragen beantwortet. Ja, richtig. Mehr oder weniger gut. Und was schneller als Manuel Flickinger? Ja, das war mein Glück. Aber das, ich glaube, beim Schätzen ist der ganz gut. Hm. Ich habe so das Gefühl, ich weiß Schätzen es nicht. Liegt mir leider gar nicht, aber man weiß ja nie. Ja, und da liegen ja hier wöchentlich bei uns in dieser Sendung, also die Kollegen wissen das ja, da liegt man ja teilweise. Ich bin auch unterirdisch im Schätzen, aber das nur am Rande. Wie soll es jetzt für dich weitergehen? Was hast du musikalisch vor? Was ist geplant dieses Jahr noch? Oder wie weit schaust du überhaupt voraus? Also dieses Jahr sind auf jeden Fall noch ein paar Live-Auftritte geplant. Bin ich auch immer sehr froh, dass ich die Möglichkeit habe, auf der Bühne zu stehen. Neuer Song, dieses Jahr nicht mehr, aber nächstes Jahr auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich gehe das immer ganz entspannt an. Ich nehme gern alles mit, was kommt, jede Gelegenheit, die sich mir bietet. Ja. Aber ich habe den Druck nicht. Also ich muss das nicht haben, aber ich freue mich natürlich, wie heute, dass ich hier sein darf. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und auch Sarah Elaine mit dabei war. Ist sie bei deinen Auftritten dann auch dabei, regelmäßig? Ja, sie ist eigentlich immer dabei. Sei denn, sie hat selber mal was vor. Ja. Sie war selber mal bei einem Konzert, dann konnte sie natürlich bei mir nicht dabei sein. Was hört sie so viel Musik? Wo geht sie gerne auf Konzert? Ja, das war eine Show, das war Paw Patrol. Darf ich jetzt gar nicht sagen. Das geht doch. Jetzt, ganz, ist keine, mittlerweile keine ist es peinlich. Aber ehrlich? Damals war das noch in. Kenne ich aber bei uns zu Hause auch. Genau. Paw Patrol. Na, jetzt ist Pokémon angesagt. Ehrlich? Pokémons gibt es die noch? Ja. Gibt es eigentlich dieses Spiel noch hier, wo man die suchen kann, wo die überall sitzen? Ich glaube schon. Ich habe es nie gespielt. Ich habe es gespielt tatsächlich. Ich glaube, es gibt es aber noch. Nur aus Spaß. Ich war mal in Dresden. Meine Schwester lebt ja in Dresden. Und da habe ich... überall gesucht, bin überall rumgelaufen. Völlig irre. Ich kenne auch welche, die es gemacht haben. Konnte ich nie verstehen. Ich weiß gar nicht, wie es funktionieren soll, so richtig. Ja. Was habt ihr urlaubstechnisch noch geplant dieses Jahr? Geht es nochmal irgendwo hin? Wir fahren dieses Jahr nochmal nach Bayern. Wir fahren, seitdem meine Große in der ersten Klasse ist, jedes Jahr in Herbstferien nach Bayern. Das ist ja super. Und wir kommen ja jetzt gerade erst aus Norwegen zurück. Ja. Und ja, das war unser Haupturlaub. Habt ihr Mitternachtssonne erlebt? Leider nicht. Nein. Nicht? Schade, ne? Also das ist ja auch sowas, was mich unwahrscheinlich mal reizt. Mhm. Norwegen muss ich sagen, auch die Fjorde und hoch bis zum Nordkap. Mal gucken, was so kommt. Korfuser. Das Schöne ist, alles ist noch offen im Duell unserer beiden Schlagersängerinnen gegen Manuel Flickinger 2-1. Ja, Sabine hat eben das ganze Ding mal gedreht. Nach der ersten Runde hat Manuel noch geführt. Jetzt spielen wir Schätzfragen. 3 Punkte haben wir noch zu vergeben. Es könnte ein Unentschieden geben, ne? Haben wir noch nicht gehabt in der Holiday Show in dieser Staffel, muss ich ehrlich sagen. Also, Schätzfragen. Kann aus jedem Bereich sein. Ja. 3 Fragen haben wir vorbereitet, unsere großartige Redaktion. Und hier ist die erste. Ihr schreibt einfach unabhängig voneinander so. Es wäre schön, wenn man nicht sieht, was der andere schreibt oder die andere schreibt. Schreibt ihr die Lösung auf und dann frage ich es ab. Erste Schätzfrage heute Abend. Wie oft schauen wir pro Tag durchschnittlich aufs Handy? Oh wow, das ist... Ja. Schreibt die Zahl einfach auf. Die beiden Damen dürfen sie natürlich besprechen. Also wäre schon schön, wenn wir es bis zum Ende der Sendung dann noch hinkriegen würden. Ja. Wie viele Stunden pro Tag? Wie viel Mal? Also eine Zahl. Keine Stunden. Ist ja unterschiedlich. Der eine guckt ja vielleicht bei einem Mal drauf, gucken 6 Minuten, der andere nur 1 Minute. Bitte schreibt es jetzt auf. Nochmal die Bitte, jetzt das aufzuschreiben. Oh, heute muss ich hier wahrscheinlich das erste Mal streng werden. Ne? Gut.
So, gut. Also eingerechnet sind natürlich alle, die ein Handy besitzen, ne? Muss man sagen an dieser Stelle. Manuel. Muss ich es zeigen ja, jetzt? Ja, zeig es einfach mal rein, die Kamera. Tada. 85 Mal. Okay. Ich hoffe, dass du dann noch genug Platz hast für die anderen zwei Schätzfragen. Sorry. Aber ist nicht schlimm. Ihr beiden? Wir haben ein bisschen mehr. 300 Mal. Also Manuel, allergrößten Respekt. Es sind 88 Mal tatsächlich. Das ist ein Punkt für dich. Sollte jemand richtig antworten, gibt es übrigens zwei Punkte, weil das ist ja im Normalfall bei einer Schätzfrage fast gar nicht möglich. Kannst du um? Darf ich umdrehen? Ja, 2-2, bleibt spannend. Zweite Frage. Wem sagt der Name Muhammad Karimanovic was? Euch nicht? Nein. David? Auch nicht? Das überrascht mich. Muhammad Karimanovic hält den Weltrekord im Kokosnüsse zerschlagen. Ach du Schande. Wie viele hat er in einer Minute geschlagen? Kokosnuss kennt man ja groß, ne? Das ist ja schon auch ein Kraftaufwand. Wie viele Kokosnüsse schafft er oder mit welcher Zahl hat er den Weltrekord aufgestellt? Muhammad Karimanovic. Schafft er pro Sekunde eine? Das ist vielleicht ein bisschen viel. Wie viele Kokosnüsse in einer Minute? Bitte schreibt es jetzt auf. Dankeschön. Und dann bitte ich die beiden Damen zunächst. Manuel hat noch nicht aufgeschrieben. Okay. Sabine Ramona, wie viel? Wir 40. Haben uns für 40 entschieden. Kokosnüsse in einer Minute. Manuel? 60. 60. Und es sind exakt 123. Das ist schon eine Meisterleistung und das ist die Führung für dich, Manuel. Oh Gott. Wie viele waren das? 123. Das ist ja zu krass. So, 3-2 heißt, es ist die Möglichkeit, dass es unentschieden gibt heute Abend. Oder dass jetzt bei der letzten Schätzfrage Manuel Flickinger sich den Sieg holt. Wie oft atmet der Mensch innerhalb einer Stunde ein und aus? Also Einatmung zählt als eins, Ausatmung zählt als eins. Innerhalb einer Stunde. Der durchschnittliche Mensch. Ich finde auch übrigens, ich muss ein Riesenkompliment mal an unsere Regie machen heute Abend. Diese Spannungsmusik, die heute hier auch aufgebaut ist. Das war der Arnold. Oder? 60 mal 60? Ja. Der hat sich heute ein Feierabendbier verdient, definitiv. Guter Mann am Ton heute. Guter Mann an der Kamera, der Peter. Da auch schon für einen kleinen Eklat gesorgt vor der Sendung. Und David ist eben auch da. Beides. Und meine Freunde von der Koblenzer Schenkelkultur sind auch da. Daniel und Dirk. Es gibt ja die M&Ms und die beiden sind die D&Ds. So, schreibt's bitte auf. Moment. Hochkonzentriert, als würde es hier um einen neuen Sportwagen gehen. Der will einfach gegen uns gewinnen. So, Manuel, jetzt bitte, sonst muss ich... Nicht gucken. Ach so, ja. Wenn ich es erfahre, ist natürlich ganz gefährlich. So, jetzt bitte. Ich weiß es nicht. 1000 Mal. 1000 Mal in einer Stunde. Wir atmen ein bisschen schneller. Wir haben 2500 Mal in einer Stunde. Ui, das ist natürlich ein bisschen viel. Das heißt, der vierte Punkt ist das für Manuel Flickinger. Es sind 900 Mal. Ganz stark. Sehr gut. Jetzt mal. Dürfte ich mal, Daniel, gib mir mal da auf den Tisch bringen, mal bitte den Schirm. Da liegt ein Schirm. Einfach nicht noch eine Frage. Komm ruhig rein hier. Mach dich umdrehen. Ja. Dich kennt man, du warst ja auch schon mal zu Gast in meiner Sendung. Was ist Sonnenschirm, das? Regenschirm. Wow. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und dann habe ich die zwei. Dankeschön. Danke. Dann brauche ich die zwei Taschen. Mega. An dieser Stelle. Und das genau. Das brauche ich auch. Jetzt gibt es erstmal Trostpreis. Trostpreis. Ja. Und da ist noch eine Tasche. Muss noch eine Tasche sein. Einmal Trostpreis für Sabine. Vielen Dank. Und einmal Trostpreis für Ramona. Oder haben uns richtig. Oh, die Tasche ist aber auch. Da haben wir uns richtig. Eine kühle Tasche für den Sommer. Und dann habe ich mir überlegt, bekommt Sarah Elaine noch eine neue. Ein neues. Was ist das eigentlich? Das ist ein Badetuch mit allem drum und dran.
Vielen Dank. Im Namen von Sarah natürlich. Dankeschön, Dankeschön an euch, dass ihr unsere Gäste seid. Und Ramona, dich darf ich jetzt nach drüben bitten, denn wir haben noch ein bisschen was zu bereden, auch wie das hier ausgegangen ist. Yeah. Ich darf unsere Gäste noch mal reinbitten, darf Dankeschön sagen an Sabine Ilara, an Sarah Elaine. Du darfst auch noch mal reinkommen, Sarah Elaine, du gehörst natürlich hier genauso mit dazu und an Ramona Martinez und natürlich an Manuel Flickinger. In zwei Wochen gibt es die nächste Holiday-Show. Vielen Dank an mein grandioses Team hier bei Sonnenklar TV und ja, bleibt schön gesund. Danke euch, viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank. Und bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss.